Ja, und damit sage ich herzlich willkommen zurück zu Occupy Mars. Ich habe jetzt das Ding hier oben positioniert. Ressourcentyp Uran abgebaut 1, Lagergröße 1000, Abbaugeschwindigkeit 7,8. Ha, jetzt raff ich's auch. So, und wenn ich jetzt hier einen Kipper davor pflanze, kann er den dann auch laden? Muss der genau davor stehen? Kipper laden, Container laden. Das reicht ihm nicht. Er steht doch schön nah dran. Warte mal. Lad mal ab. Wie? Das kann ich nicht. Zeig ich dir gleich, wie ich das kann. Gut, dann kann ich das nicht. Aber ihr seht, da unten leuchtet es halt grün. Den zweiten, ja, der sitzt da nicht richtig. Den muss ich noch wegmachen. Kann ich vielleicht so Kipper laden? Raus und mach den nochmal weg. Ist ja nicht so, dass ich genug Uran habe. Container laden, Tipper laden. Abgebaut 8. Dann fahre ich jetzt näher ran. Oder kann ich den... I'm sorry. I'm afraid you can't do that. Oxygen source, external. Doch, ich kann das. Aber ob du das machen willst, das ist die andere Frage. Moment mal. Hier kommen die Erze rein. Baut der direkt Uran ab? Dass ich die im Container haben? Obwohl, nee, stand ja Tipper, ne? Ladungszone. Ich werd irre. Nein! Okay. Gut, jetzt wissen wir zumindest, wie aus der Unit hier reingefüllt wird. Da oben über den Arm. Aber was ist das hier? Ist das vielleicht der Container? Laden im Gange. So. Damit wird der nur beladen. Damit werden die Erze beladen. Und wenn ich das andere hätte, den Container. Fahr mal weg. Oxygen source external. Ja, den kann ich abwerfen. Jetzt versuchen wir dann auch noch den Container. Bauen, 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 bauen. Den Behälter. Kommt so rum. Den jetzt so davor setze. Jetzt wird langsam Schuh draus. Ich dachte halt, dass er sich den da hinten reinzieht oder so. Und dass er dann geladen wird. Kipper laden, Container laden. Passiert gerade nichts. Das heißt, wenn der doof davor steht, bringt das nichts. Gut. Dann
Bin einen Meter nach vorne gefahren. 40 Meter Bremsweg. Wirklich. Immer hätte ich nicht parken können, oder? Ja, die Kamera ist echt hilfreich. So, wenn ich jetzt so ranfahre. Ladungszone. Gießen. Laden. Laden im Gange. Kommt auch wieder das Ärmchen raus. What? Genau das wollte ich. Genau das wollte ich. Damit ist der ganze Mist direkt im Container drin. Ich muss ihn nicht erst abkippen. Wieso? Okay. Schöne Animation. Kurz falsch gedreht, aber weiß drum. So, fertig, kann ich los? Ja. So, und jetzt möchte ich gerne wissen, was drin ist. Ja, 9 Uran. Gut. Dann danke dafür, dass wir jetzt wissen, wie das hier funktioniert. Uran ist halt das Einzige, was ich im Moment absolut nicht gebrauchen kann. Die Pflanzen sind erntereif. Das ist doch schön zu lesen. Ich würde mir wünschen, ein Dings Eisen. Eisen schmeißen. Sowas. Gut, was mache ich jetzt mit dem da hinten? Und der bleibt erstmal hier stehen. Dann schlafen wir mal ein bisschen. Muss ja auch sein. Endlich den Bergarbeiter verstanden. Dass man halt den Rover, den Scanner haben muss, dass das Ding funktioniert, wäre schön, die Info. Aber gut, die haben wir ja jetzt. Pflanzen sind bereit zur Wiederbepflanzung. Auch das ist schön zu hören. So, O2, can do. Also austauschen. Das Radar wieder an. Da sind es jetzt noch 2 Kilometer bis da hinten. Ist jetzt die Frage, ist das auch nukular? Das da vor mir? Dafür brauchte ich wahrscheinlich den Spektralscanner, den ich nicht dabei habe. Ihr seht, hier wird ja nochmal die potenzielle. Ich fahre nach Hause, hole das Ding und dann können wir das in ganz ordentlich machen. Ist mir lieber. Da habe ich doch was gefunden. Falsche Taste. Da habe ich doch was gefunden. Genau. Hier. Der ganze Boden leuchtet hier so schön. Ob ich hier was bauen kann, werde ich gleich sehen. Aber prinzipiell, das sieht doch schon mal gut aus. Einmal bitte aussteigen. Und bevor ich den Scanner hole, ausprobieren. Würde mir natürlich auch von der Location entgegenkommen, weil der nicht so weit weg ist und auf diesem hässlichen, schönen Berg da hinten in der Radioaktivität. Aber mal gucken. So. 3, 2, 1, Risiko. Was haben wir denn hier? Aluminium. Schade.
Aber okay. Der bleibt stehen. Radar. Name. Bergarbeiter. Alu. Weg. Geht doch. Ist ein Indikator gewesen, dass da ein Erz drin war aus Alu. Vielleicht, weil das auch so weißlich leuchtet. Dass es vielleicht rötlich leuchtet, wenn es Eisen ist. Wir werden es... Oh Gott. Leggeria. Danke. Wir werden es gleich in Erfahrung bringen. Spektralscanner. Pflanzen. Und dann nachher das Ding mal abholen. Gucken, wie es aussieht. Also es scheint ja, dass die Erze auf dem Radar verschiedene Formen haben. Also, was ist das da? Das sieht wieder aus wie das, was wir gerade hatten. Sprich, das dürfte wahrscheinlich Alu sein. Oder? Hoffen wir mal. Wenn nicht, da ist noch eins. Oder sehen die alle gleich aus? Das wäre doof. Kann ich mir kaum vorstellen. Würde mir jetzt noch ein drittes angezeigt, was anders aussieht. Wow. Also das da rechts sieht anders aus. Das da sieht anders aus. Das sieht bläulich aus. Aus wie ein riesiger See. Toll. Also ich stehe jetzt mitten drauf, ja? Sorry. Muss noch einen. Ist so? Terminal. So. Und ich kann es nicht lassen. Ich muss den daneben setzen. Und ich habe natürlich nicht genug Stahlplatten. Ich habe nicht genug Schrauben für den Bau. Und mein Werkzeug wird es wahrscheinlich auch nicht überleben. Aber hey, ich habe Uranstäbe dabei. Also Stahlplatten und Schrauben. Mache ich kurz das Inventar noch leer. Kabel draus machen. Ah, okay. Sehr gut. Noch was für mit. In der Basis habe ich natürlich nicht genug. Ich war gerade mal ganz, ganz, ganz schnell da gucken. Und habe gedacht, hey komm, so viel Stahl kann es doch gar nicht sein. Ein paar Schrauben konnte ich mir halt noch machen. Ja, ich brauche dringend Eisen. Also dachte ich, hier direkt daneben ist ja noch die Basis. Also kratze ich da noch ein bisschen dran rum. Hier da 4 Stahlplatten. Ich bin ja so glücklich. Das bringt mich ja so unheimlich weit nach vorne. Und ihre Schleuse hat keine einzige Stahlplatte drin. Das ist geil. Und die Brunnen. Ja. So wie es aussieht. Auch nicht. Und unsere Transportkisten hier. Sind wahrscheinlich auch nur aus Alu, oder? Ja, natürlich sind die nur aus Alu. Aber dafür kann ich Elektro. Jo, mit anderen Worten. Du bist wahrscheinlich auch Alu. Doofe Ohren. Ja. Ja. Stahlplatte 5. Nee. War das denn die hier? Ja, die Kiste ist Stahl. Okay. Gut, dann...
Aber ja, jetzt noch mehrere Möglichkeiten. Hier ist also nichts Gescheites. Ach, die Container. Halt, 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 halt. Der Container. Doch, ich kann an dieser Stelle aussteigen. Zeige ich dir gleich. Kleines Rohr, Stahlplatte. Von Gönjamin. Gib's gönn richtig. Das reichen. Bock, noch weiter zu fahren. Also. Wo ist die? Da hinten ist er ja, da ist er ja, da ist er ja. Und ja, ich hätte natürlich auch den Spektralscanner mitnehmen können, aber ganz ehrlich, das ist doch zu einfach. Und den nachher, ich habe ihn vergessen. Hinten wäre auch noch ein Stückchen Basisstruktur. Oh. Nein, den will ich nicht. Mir geht es erstmal um den hier. Jo, reicht. Wunderbärchen. Das freut mich sehr. Da noch ein bisschen warm machen. Da ein bisschen warm. Da auch. Dann würde ich sagen, steht da Dingen. Und jetzt bitte. Abgebaut 0. Lagergröße. Abbaugeschwindigkeit 0. Ressourcentyp. No translation found. What the f. Aber hier war doch. Das noch dazu. Ach komm, sag bitte das. Ich hol den Spektralscanner. Alles andere ist jetzt nur noch ein dummes Rumgerate. Das ist mir zu doof. Nachher steht der 5 Meter daneben und fördert deshalb. Ja, der steht vorne auf dem hellen. Lass mich raten, das wäre eine Wasserquelle gewesen, dieses Zeichen, was ich da gesehen habe, und der kann gar kein Wasser fördern. Von Vollgas in die falsche Richtung gefahren. Das ist jetzt extrem ungünstig. Das ist jetzt extrem ungünstig. Dass ich jetzt hier bin und es kommt die Meldung Sandstorm. Das ist jetzt äußerst, äußerst ungünstig. Ohne Vorwarnzeit. Also, ich hoffe, mit dem schweren Schutzanzug passiert mir nichts. Und dass ich mit dem Quad hier auch gut durchkomme. Ich denke, das wird kein Problem sein. Außer, dass natürlich meine Solarpaneele nachher wieder aussehen wie die Sau. So, Türe zu. Und jetzt können wir uns ja um den Rest kümmern. Shit. Oh mein Gott, ist das langsam. Nein, habe ich jetzt keine Lust zu. Mach zu, lass mich durch. Sagte, lass mich durch. Weil Inventar ist nämlich voll. Viel Kaputtes dabei. Hunger hat er auch ein bisschen. Da kann ich mich drum kümmern. Also, Spektralscanner.
ich denn den? Antwort hier schon mal nicht. Ganz ehrlich, jetzt nicht, meine Liebe. So, der Sturm ist vorbei, das freut mich. Dann kann ich ja jetzt schlafen gehen. Ich vermute mal, dass der Scanner in der Rettungskapsel drüben ist. Nein! Ach, nicht 11 Uhr! Hauptsache, er ist ausgeschlafen. Werkzeuge reparieren, Stahl holen und dann den Scanner da drüben. Und wie üblich, morgens erstmal auf die Schüssel. Ist praktisch, wird direkt aus deinem Körper raus teleportiert. Muss gar nichts. Was? Was bist du denn? Ach, hier könnte ich auch noch anpflanzen. Okay. Den habe ich bis jetzt gelinde gesagt übersehen. Ganz kleines bisschen. Nur ganz, ganz. Jetzt ein kleines bisschen. So, Schnellübersicht, Technikbaum, Mechanik ist Nickesse, Botanik muss ich ernten und wenn ich da geerntet hätte, was ich noch nicht habe und den nächsten Punkt bekommen würde, könnte ich schon die mittlere Kuppel machen. Da fehlt nicht mehr viel. Das wäre sehr schön. Aber dafür brauche ich dann Silizium, weil viel Erde und das hatte ich natürlich auch nicht. Aber als allererstes brauche ich Scanner. Weiß nicht, bei dem Scheißwetter und den kurzen Vorwarnzeiten würde ich lieber mit dem Auto fahren. Ibüb. Ihr seht, die Paneele sehen wieder aus wie die restliche Basis auch. Müsste mal einer saugen gehen, ne? Bitte reingehen, dankeschön. Lagerbestand, Spektraldetektor. Ist er. Und lass ich hier was lassen? Hier. Sauerstoff wird überbewertet, ne? Lagerbestand.
Ach Mist, den Detektor muss ich auch noch upgraden. Gut, dann sehen wir den in der nächsten Folge in Aktion, wie er denn funktioniert. Oder mache ich das jetzt noch auf die Schnelle? 11 Minuten und 13. Ja gut, ich habe noch 2 Minuten. Ist doch noch schnell zusammen. Wenigstens klaut dir ja keiner dein Auto. Du? Lieber Detektor, ich hätte deine Aufgabe für dich. Ich muss ihn erst reparieren. Aktualisierung von Level 1 nach Level 2. Ich habe hohe Erwartungen an dich. Also enttäusch mich nicht. Er wird orange. Macht Ping. Und was kann der Detektor? Es macht Ping. Mhm. So. Dann noch einmal nach da hinten. Gar nicht so weit vorgekommen, dass das 700 Meter bis da hinten sind. Aber gut, mit dem Renntruck hier. Wie fährt denn der eigentlich? 45? Ist kein Turbo? So zwei Feststoffraketen da hinten auf die Ladefläche draufpacken. 3 Minuten für eine Marsumrundung. Weil so wie ich fahre, wird es auch sein, dass ich dann auf dem Jupiter lande. Lieber Herr Detektor, bitte sagen Sie mir, dass ich einfach nur um 20 Meter falsch gebaut habe. Der stand doch mitten auf dem Bing. Bester wasserführender Ort gefunden. Bau einen Brunnen. Das heißt, hier ist wirklich nur Wasser drunter. Ja. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.